Somewhere deep in my mind, see the barbed wire. The place is thrown all wide. 'Cause I don't know if it'll be enough, or if they really care. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa. Letztes Wochenende war es endlich soweit. Ich hatte meine erste offizielle Instruktionsveranstaltung. Jetzt konnte ich beweisen, ob ich denn der Sache gewachsen war und ich deren, welche mich buchten, überhaupt gerecht werde. Los ging es Richtung Ungarn zum Event von GH Motor auf dem Pannoniering. Ich habe schon sehr, sehr viele Runden auf dem Pannoniering gedreht, war jedoch schon einige Zeit nicht mehr dort. Ich hoffte, dass der Zustand der Strecke noch so einigermaßen okay ist. Die letzten Kilometer von der Rennstrecke erinnern mich immer an eine Welt, welche gefühlt etwa 100 Jahre zurückliegt. Jedoch mag ich diesen Flair und genoss trotzdem die huckelige Fahrt bis hin zum Pannoniering mit meinem beladenen Sprinter. Endlich wieder hier am Pannoniering. Geiles Video, geiles Event, kommt's rein! Angekommen traf ich mich mit meinem ersten Schützling Martin, mit welchem ich am Samstag den ganzen Tag auf und neben der Strecke verbringen durfte. Er und ein weiterer Fahrer namens Stefan waren so lieb und teilten mit mir die Box. Wie so üblich begann der erste Abend natürlich mit vielen Benzingesprächen und einem Feierabendbierchen. Ich bin das Wochenende am Pannoniering. Einmal mit meiner R1, ihr kennt ja schon. Und aber auch mit der serienmäßigen R1, die nehme ich ja zum Instruieren mit. Bei mir ist dabei der Martin, beziehungsweise ich bin bei Martin dabei, mit dem ich am Samstag den ganzen Tag fahren werde. Und am Sonntag fahre ich mit dem Thomas. Pannoniering, ich bin echt gespannt, ich war schon lange nicht mehr da, wie die Strecke denn so ist. Ich habe vieles gehört, mal schauen, ob es wirklich so schlimm ist. Auf jeden Fall, wir haben jetzt eingeräumt, jetzt gibt es ein Bier. Sobroni. Ungarisches Bier, aber besser als gar nichts. Morgen früh geht's weiter, beziehungsweise geht's los. Ich muss mal die R1 einfahren und dann sehen wir uns. Sofort fahren, der vorher fertig. Guten Morgen zusammen, hier aus dem Pannoniering. Die Motoren laufen schon warm, wir haben es aber erst um 9 Uhr morgens, das heißt, der erste Turn geht gleich los. Die Strecke, naja. Ich bin vorher mal mit dem Fahrrad rundum gefahren, ist ziemlich voller Bindemittel. Ist extrem voller Bindemittel. Ersten drei Kurven auf der Linie. Genial. Jetzt geht es mal ab zur Fahrerbeschreibung. Auch dazwischen immer wieder mal Schrauben und so weiter. Das sind nicht so lösbar geworden. Vom Tagesablauf her machen wir unseren zweiten Plan. Und zwar der zweite Plan ist der, weil wir nicht so viel einsetzen sind. Also wir sind ja dort unter 500 Leitmeter. Am ersten Tag hatte ich noch Schonfrist und durfte mir alleine mit meiner R1 die Strecke wieder etwas einprägen.
Tag war jedoch kurz, denn am Nachmittag machte uns ein riesen Regenschauer einen großen Strich durch die Rechnung. Dank der Gastfreundschaft von Martin und Stefan machte das aber nichts. Denn es gab am Abend gegrillte Steaks und im Zuge dessen startete ich natürlich sofort mit meinem Vorbriefing für den morgigen Tag. Ich versuchte herauszufiltern, welche Defizite mein Schüler an sich selbst zu verlauten hatte und machte mir ein Bild über seinen Fahrstil. Es war mir sehr wichtig, vorab zu klären, was auf ihn zukommt, welche Methoden ich mit ihm durchgehen möchte und was vor allem wichtig ist, sicher und schnell auf der Rennstrecke zu fahren. Der nächste Morgen erwachte. Sonne, blauer Himmel und absolut windstill. Ein totaler Traum. Relativ schnell, der fährt hier eine 203 am Pannonia-Ring. Das heißt, ich habe mächtig zu tun. Ich fahre mit der Serien R1, mal schauen, ob sich das ausgeht. Es liegt natürlich drauf, die Straßenreifen sind runter. Der Ernst geht los, ich freue mich richtig drauf, endlich mein Wissen mal so richtig weiterzugeben. Also, schauen wir mal, ob der Martin was lernt bei mir. Unser erster gemeinsamer Turn. Die ersten Runden fuhr ich Martin voraus, um ihm erstmal die Linie zu zeigen, falls seine denn abweichen sollte. Später winkte ich ihn auf Startziel vorbei, um ihn mit der Kamera aufzunehmen. Wichtig dabei ist, dass ich meine Linie weiterfahre, denn falls er davon abweichen sollte, kann ich ihm exakt die relevanten Unterschiede zeigen. Tatsächlich fand ich den ein oder anderen Feinschliff in seiner Körperhaltung. Und auch die Art, die Kurven am Pannonia-Ring zu fahren, mussten wir etwas abändern. Was mir immer wieder auffällt, ist das Geduld aufbringen am Scheitelpunkt. Meistens kann man dieser Situation nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken, geht zu früh vom Körb weg, gibt viel zu früh Gas und verpatzt dabei jedes Mal den Ausgang. So wie das nun mal ist, haben wir auf den meisten Strecken mehrere Kurven und somit zieht sich das Problem wie ein Rattenschwanz über die ganze Strecke. Zurück in der Box werteten wir das Video aus und gingen die Linie nochmal exakt auf dem Papier durch. Da ich schon eine Referenzrunde an meiner Renn-R1 hatte, konnte ich ihm anhand dem Data Recording zeigen, wie wichtig es ist, am Scheitelpunkt die Geduld aufzubringen. Hier sieht man nämlich super, wie viel Zeit man im Summa summarum auf die ganze Runde macht, wenn man diese Geduld aufbringt. Gut, da bist du noch ein bisschen zu lang in Schräglage. Schau mal hier, 6. Vielleicht war das aber dann mein Lenkimpuls, den was ich. Nein, das ist das, wo du das nicht abwarten kannst. Da kannst du das nicht abwarten. Du müsstest ein bisschen länger warten sogar und länger innen bleiben. Weil du gehst da schon früher ans Gas und hast aber immer noch lang die kleine Schräglage. Siehst du das? Mhm. Ja. Und kannst nicht richtig Gas geben. Nein, weil ja. Ich siehst den Kurvenausgang nicht und dann mag ich nicht das Gelbe rausgeben. Genau. So erarbeiteten wir uns durch Turn und Turn und konnten dann auch relevante Verbesserungen erkennen.
Natürlich konnte er sich nur verbessern, da er etwas an Speed rausnahm, um sich die Zeit zu nehmen, es auch richtig zu machen. Denn Instruktion ist wirklich Arbeit. Weil du die Kurven quasi so von außen aufhast, so wie ich es da aufzeichnet habe, so weil du dann eben lang im Stützgas bist und lang mit derselben Geschwindigkeit. Das heißt, es bestätigt da einmal die Gasstellung und es bestätigt da der Bogen. Der lange Bogen. Soll eher seine Spitzen sein. Genau, dass du da lang in Rollphase bist. Du kannst dir vorstellen, dass diese und noch viele weitere Tipps Martin mit in sein Rennen nahm, indem ich ihn natürlich nur von außen unterstützen konnte. Aber siehe da, ein totaler Erfolg. Er machte ein paar Plätze gut und konnte noch Bestzeit fahren. Spitze ist wieder vorbei. Bei Start und Ziel in Führung nach wie vor der Teddy Nico, der wiederum mit einer 1,59 niedrig. Ein anstrengender Tag ging zu Ende. Da Martin mit einer Bestzeit von 2,03 am Pannoniering nicht gerade langsam ist, hatte ich auch dementsprechend zu tun und musste hierbei auch noch mit einem Auge im Rückspiegel sein. Ihr könnt es euch bestimmt vorstellen. Natürlich verbrachten wir bei Speis und Trank den Abend zusammen. Morgen wartete aber schon der nächste Schüler auf mich und ich musste wieder fit sein. Also Prost! Erfolgreicher Prost. Tag! Richtig, war super! Und Martin? Resümee des heutigen Tages. Es gibt viel zu tun, aber die Tipps waren sehr hilfreich. Und jetzt können wir das Ganze probieren umzusetzen. Aber du hast es ja schon ein bisschen umgesetzt. Halt. Ein bisschen, ja. Wenigstens haben wir gleich mit leichterem Fahren, entspannterem Fahren, gleich in der Zeit vom letzten Jahr anknüpft. Und somit bin ich guter Dinge, dass das bald besser wird. Ja, bin ich auch. Nein, du hast dich gut geschlagen. Und, aber wie halt schon erwähnt, es ist natürlich Arbeit. Ja. Allerdings, ja, das ist es. Und ohne, dass man dann nicht gleich sich verleiten lassen, ins alte Raster gleich wieder reinzuholen kann. Ja, und da muss man ein bisschen Kritik einstecken, dass man sagt, das ist kein Problem. Ja, das ist wichtig, das gehört dazu. Und, nehmen bestimmt manche persönlich, denke ich mal, ne? Ja, ein paar so Grantler gibt es bestimmt, die was sowas persönlich nehmen, ja. Aber ich meine, ich bin ja selber drauf gekommen, habe die selber gebucht und bin selber drauf gekommen, dass es womöglich nicht an meinem Fahrwerk liegt, sondern schon an mir, dass hier irgendwas nicht stimmt, ja. Und das war gut, das zum sehen und erklärt zum kriegen, an was das liegt. Und auch mit Videomaterial natürlich schön ersichtlich mit diesem, mit der Kurve, mit dem Fragezeichen, glaube ich, haben wir gesagt, und geraden Dings da. Es war alles schön offensichtlich und gut erklärt, sodass auch ich das verstehe. Ja. Was denkst du, war für dich so der essentiellste Tipp oder der, wo dir die meisten Augen geöffnet hat eigentlich, was dich so richtig zum Nachdenken gebracht hat und wo du auch der Meinung bist, dass das Richtige ist und du überzeugt davon bist? Absolut dieses mit den Viers auf die Rassen draufstehe und nicht so, wie ich das bestimmt vorher gemacht habe, bequem auf dem Sattel drauf sitzen, sondern eigentlich fast die ganze Zeit irgendwie in der Luft bleiben. Die ganze Zeit, wenn man aus der Kurve rausfährt, eben in die Rasten schon drinstehe, oder wenn du eh schon weißt, was der Willi macht, dann halt in die Rasten schon drinstehe. Das beruhigt ungemein. Dieser Druck in die Fußrasten macht alles besser. Ja. Druck in die Fußrasten macht alles besser. Ja, das ist Heilmittel, Wundermittel. Ja, das ist schon mal richtig geil. Ja. Und dann auch natürlich dieses nicht mein so Einrutschen mit den Knie, sondern da hinten bleiben. Dieses Knie aufmachen, dann siehst du das von weiter hinten und kannst in der Kurve noch viel mehr machen. Und vorher bin ich ja auch gestanden. Vorher mit dem Knie an der Verkleidung, die Straße am Pad und nichts mehr machen können. Ja. Und wie fühlt sich das an? Du bist jetzt schneller gefahren, obwohl du ja gesagt hast, du hast dich am Scheitelpunkt zu langsam gefühlt, ne? Richtig, ja genau. Am Scheitel habe ich gemeint, ich fahre um oder ich weiß auch nicht. Es hat sich auf jeden Fall viel langsamer angefühlt. Das war fast die Zeit,
auf jeden Fall entspannter, wie ich das letztes Jahr gefahren bin. Ja. Wahrscheinlich bestimmt. Letztes Jahr habe ich bestimmt gedacht, das ist das Limit. Ich kann nicht, was soll ich anders machen, dass ich schneller werde. Und deswegen sind wir ja heute da. Ja. Ja, und dann auch das Zeit investieren und die Geduld am Scheitelpunkt aufbringen. Zeit investieren, ja, genau. Ja, damit man den Ausgang dann einfach sauber macht. Und es fühlt sich langsam an in dem Moment und das weiß jeder. Bloß in dem Moment, wo du halt dann wirklich schneller bist, zeigt es halt einfach auch die Rundenzeit und auch die Telemetrie. Wir haben es an der Telemetrie auch angeschaut. Ne? Mhm. Ja. Richtig, genau, alles summa summarum. Alles geil. Ja, also, servus, grüß euch. Meindl, du bist auch. Also, wir haben heute ein super Instruktortraining gehabt mit Matthias Meindl. Also, jetzt erzähl mal, wie war jetzt das? Ja, das ist schon ein Instruktortraining mit vollem Programm. Also man kann sich wirklich vorstellen, Essen, Trinken, Verpflegung auf die Nacht. Ja, also muss ich auch sagen, Meindl Motorsport kann man also wirklich empfehlen. Nicht nur auf der Rennstrecke, auch sondern in der Pizzeria. Auch in der Pizzeria. Also ihr kennt da sehr gute gastronomische Betriebe. Ja, da überall Beziehungen und ein Netzwerk an der Strecke, also muss man sagen. Also das ist Wahnsinn, da wenn du sagst, du magst jetzt eine ungarische Pizza, aber mit allem, dann macht der einen Anruf und dann kriegst du das. Also richtig. Das ist fantastisch. Das Netzwerk ist enorm, richtig. Ja. Also wir können Meindl Motorsport eigentlich nur rundherum empfehlen. Jawohl! Tag 3. Wieder wunderschönes Wetter. Anscheinend alles richtig gemacht. Heute war Thomas an der Reihe. Dieser hatte schon bei meiner Fotokritik-Videoserie mitgemacht und es hat sich bestätigt, dass er schon eine überaus nahezu perfekte Körperhaltung hat. Im Vorhinein beklagte er eine etwas stärkere Konditionsschwäche, für welche ich ziemlich zeitnah eine Ursache fand. Umso öfter man sich auf dem Motorrad von links nach rechts oder in die Mitte setzen muss, desto anstrengender wird es. Thomas machte ziemlich viele Wechsel der Sitzposition und fuhr quasi zwei Runden, während ich nur eine fuhr. Mit ein paar genaueren Tipps wusste er dann ziemlich schnell, wie es einfacher wird und hat auch die gegebenen Linientipps mit Bravour umgesetzt. So, jetzt muss ich euch einmal unseren Frankie vorstellen, das ist der Veranstalter, der Chef von GH Moto. Frankie, was sagst du zu der Veranstaltung, wie ist es gelaufen heute? Ja, wunderbar, darf ich sagen, gell. Das Wetter hat noch einmal mitgespielt, leider Gottes nicht so viel Fahrer da, weil ja Schlechtwetter prognostiziert war. Ja, haben sie aber selber schuld, wenn sie nicht gekommen. Wir sind selber schuld, wenn sie nicht gekommen, genau, nein, nur Freitag hat es Nachmittag hat's leider geregnet. Ja. Aber sonst muss ich sagen, sehr positiv, alle waren wieder sehr diszipliniert, ja, was das total, Wichtigste ist. Absolut, ja. Sehr wenig Stürze, Gott sei Dank. Ich glaube, es sind insgesamt die ganze Woche nur zwei oder drei Leute mit der Rettung 4 gebracht worden, jetzt wirklich zum Durchchecken. Ja. Einer leider hat sich heute an der Schulter verletzt, der ist jetzt ins Krankenhaus gebracht worden. Aber sonst generell sehr wenig Stürze, Gott sei Dank. Ja. Nein, man sieht schon, das ist eine sehr, sehr disziplinierte und sichere Veranstaltung beim Frankie da. Da fährt man echt gerne, die Leute sind alle super drauf. Total locker, lässig, aber doch auch mit Disziplin kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich sage danke beim Frankie, dass ich da fahren habe dürfen. Dankeschön, passt schon. Und freue mich auf das nächste Mal. Es war ein super Einstieg in die neue Saison 2019. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern dieser Veranstaltung, bei Freunden, die man gewonnen hat, bei super netten Leuten, die denselben Nagel im Kopf haben wie ich. Und ich freue mich auf noch sehr, sehr viele von euch, mit denen ich gemeinsame Turns fahren darf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin und sitzen bleiben.